Alain Robert, alias Spider-Man, ist bekannt für seine Kletteraktionen auf Hochhäusern. Nun hat er ein 152 Meter hohes Gebäude in der Gegend von La Défense in Paris erklommen. Spider-Man benötigte dafür eine Stunde. Dafür gibt es nur einen Grund. Es macht mir einfach Spaß. Mit speziellen Bandagen an den Händen bewegte er sich schnell von Fenster zu Fenster bis an die Spitze des Arianturmes. Oben angekommen, wurde er in einem mittlerweile auf der ganzen Welt bekannten Ritual von der örtlichen Polizei begrüßt, die ihn wegen Hausfriedensbruch verhörte. Robert dankte der Polizei für ihre zuvorkommende Behandlung, die er so aus anderen Ländern nicht kannte. Er kletterte bereits auf das Canary Wharf Gebäude in London und das Petronas Gebäude in Indonesien. Zum allgemeinen Erstaunen gibt der französische Spider-Man zu, eigentlich Höhenangst zu haben.